Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spezial über DVB-T 2 HD. Wir haben uns bereits informiert in Video Nummer 1, was ist denn überhaupt DVB-T 2 HD? In Video Nummer 2 haben wir uns angeschaut, was bietet denn Technisat überhaupt an Empfangsgeräten, Fernseher, Receiver. Jetzt geht es darum, warum eigentlich Technisat? Kennen Sie die Mehrwertdienste von Technisat bei den Digipal-Geräten zum Beispiel, bei den Fernsehern? Nein? Dann schauen Sie jetzt mal bitte zu. Als erstes, wenn Sie einen Digipal, also einen DVB-T 2 HD-Receiver von Technisat bekommen, schließen Sie den zu Hause an, Antenne rein, Strom rein, HDMI-Kabel zum Fernseher. Wenn er Internet kann, dann auch noch ein Netzwerkkabel. Dann starten Sie das Gerät und es richtet sich von alleine ein. Das nennt sich Auto-Install. Schon mal der erste Mehrwert für Technisat. Nummer zwei ist, Technisat ist stets bemüht, die Funktionalitäten zu erweitern, zu verbessern, neue Funktionen natürlich auch halt mit reinzubekommen. Dafür gibt es Software-Updates. Und auch da wird Sie Ihr Digipal informieren, wenn ein Software-Update verfügbar ist. Klasse, immer auf dem aktuellen Stand. Als nächstes geht es darum, wenn ich mir meine persönliche Programmliste zusammengestellt habe, kann es immer mal wieder sein, dass sich bei DVB-T 2 HD die Frequenzen verändern. Und ich habe gar keine Lust darauf, immer wieder eine neue Suche zu machen und meine Sender wieder neu zu sortieren. Dafür haben wir die Easy Pro Programmlistenaktualisierung. Das sind meine Favoriten. Und wenn sich jetzt im Hintergrund die Sendefrequenz verändert, dann gleicht der Digipal das automatisch aus. Ich bekomme davon gar nichts mit. Bei mir ist quasi RTL auf der 4, Pro7 auf der 7, so wie ich das gerne möchte. Das ist schon der dritte Mehrwert für Technisat, aber es geht noch weiter. Es geht auch darum, dass Sie immer informiert sind über das aktuelle Fernsehprogramm. Das Ganze funktioniert über die Sie-Fern-Info, da drücke ich einmal drauf und schon sehe ich jetzt eine Übersicht A meiner Programme, B bekomme ich direkt die Information, was läuft denn da jetzt gerade? Ich sehe in der Mitte an dem gelben Verlaufsbalken, wie weit ist diese Sendung schon fortgeschritten und das ist immer ganz aktuell. Eine Programmzeitschrift, die wird auch immer älter, Tag für Tag. Das ist wirklich ganz aktuell. Ich kann sogar bis auf die nächsten 7 Tage in die Vorschau gehen. Oder aber ich drücke einfach mal jetzt auf die grüne Taste meiner Fernbedienung und kann mir jetzt hier beim ZDF den Tagesverlauf anschauen. Was kommt denn jetzt nach der Küchenschlacht? Was kommt denn heute Abend zum Beispiel? Haben Sie sich vielleicht für unser Sahnenstück entschieden, den Digipal Easio HD, den Testsieger in der Stiftung Warentest? Dann haben Sie auch eine Aufnahmefunktion mit dabei. Und das bedeutet in diesem Fall, ich könnte mir zum Beispiel, auch hier die Sendung Bares für Rares, ganz einfach als Aufnahme programmieren. Sie sehen unten rechts, ich brauche dann nur auf die Record-Taste zu drücken und schon ist die Aufnahme programmiert und wird vom Digipal auf der angeschlossenen Festplatte gespeichert. Klasse! Diese Sie-Fern-Info finden Sie bei allen Digipal-Geräten. Es macht es Ihnen so viel einfacher, den Überblick zu behalten. Und als letztes fällt mir noch ein ganz toller Mehrwert ein. Ich habe noch die Möglichkeit, die Bedienung, die Ansicht, die Menüs noch für mich zu optimieren, es etwas einfacher zu gestalten. Wie das funktioniert? Ganz klar, wir gehen einmal in die Einstellungen rein, dann drücke ich einmal für die Fernbedienung auf den kleinen Schraubenschlüssel, von da aus dann in die Einstellungen an sich. Dann gehen Sie bitte auf die Sonderfunktionen, dann auf das OSD, da geht es um die Darstellung, also das, was wir jetzt auch gerade schon sehen. Dann gehen Sie runter in den Menüpunkt Easy Mode, schalten den bitte ein. Jetzt werden Sie erstmal schon informiert, dass einige Funktionen deaktiviert werden. Das ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn Sie das Gerät vielleicht auch im Kinderzimmer verwenden wollen, ne, für Ihre Kinder. Okay. Einmal bestätigen, einmal übernehmen wir das Ganze und jetzt verlassen wir mal das Menü und schauen mal auf die Darstellung. Da sehen wir schon mal, wow, wir haben auch eine optisch vergrößerte Darstellung der Schriften. Wenn Sie jetzt auf die Taste OK zum Beispiel drücken, sieht man auch eine klare, große Darstellung der Sender. Das heißt, mit dem Easy Mode machen wir es einfacher, dass die Funktionen verkleinert werden, die Darstellung wird vergrößert und das ist doch eine ideale Sache, wenn man sagt, Mensch, ich will gar nicht so viel damit machen oder ich möchte es mir einfach einfacher und übersichtlicher halten. Diesen Modus, Easy Mode, packen wir einfach mit in die große Schüssel der Mehrwertdienste. Und das waren jetzt die Dienste, die Sie bei den Digipal DVB-T2 HD-Receivern erwartet. Diese Mehrwertdienste,
das, was Technisat auch außer der Qualität der Geräte so ausmacht, diese Einfachheit, die hintergründige Aktualisierung, die finden Sie natürlich auch bei den TV-Geräten und bei weiteren Receivern aus dem Hause Technisat. Und ich denke, überlegen Sie auch mal selbst, dass so ein Mehrwert einfach noch komfortabler ist. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich für einen dieser Receiver entscheiden.